brauchen wir definitiv zwei davon. Also nochmal. Wir gucken nochmal auf den Takt jetzt hier. Wir gucken mal von oben. So. Erster Block kommt. So rum ist es richtig. Fährt raus. Wartet, weil der andere fährt jetzt erst vor dem Block vor. Dann wird erst der Sensor ausgelöst. Passt. Bis hier noch alles in Ordnung. Der fährt zurück. Und wird jetzt wieder ausgelöst, weil der Nachzüglerblock gerade da durchfährt. Das heißt, der Sensor muss woanders hin. So, aber wo? Da müssen wir jetzt genau die richtige Stelle finden. Das wird wieder ein Spaß. Versuchen wir es mal eins weiter. Weil dann ist nämlich der eine Block schon durch und der andere noch nicht da. Also, fährt, passt, passt nicht. Passt. Zu spät. Ich habe eine andere Idee. Der muss auslösen, wenn der Innenblock hier ist und auf den anderen wartet. Dann muss er auslösen. Also, weg, 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 weg. Und dann kommt er sich auch nicht mit dem zweiten durchfahrenden Block in die Quere. Also, so. Ah, zu früh. Das ist zu früh. Wie kriegen wir den jetzt ein bisschen später dahin? Muss ja einen kleinen Umweg fahren lassen. So. 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 Ah, was mache ich denn hier? Jetzt muss es hier sein. Ah. Verdammt. So. Dahin. Den dahin. Passt. Sehr gut. So, jetzt kommen wir zum zweiten Problem. Warum habe ich das jetzt umgebaut hier? Wir haben das ja eben hier in einem Stück geschweißt. Das Problem bei in einem Stück Schweißen war, dass wir die Richtung nicht ändern können. So, das heißt, wir müssen jetzt hingehen, das, was hier rausgelaufen kommt, einmal, würde ich jetzt sagen, schweißen, in ein Stück schweißen. Ist ja egal, wo wir das machen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Und dann müssen wir das wieder vereinzeln. So, eine Stunde habe ich Zeit, ne? Damit ich da besser bin als mein Zuschauer. Mal gucken. So, ich mache das jetzt auch hübsch. Oder kriegt man auch einen Bonus dafür, wenn man... wie heißt es? Wenn man die... So. Okay, jetzt haben wir es auch richtig gedreht. Jetzt müssen wir... die fertigen Teile noch vereinzeln. Würde ich mal sagen. Das heißt, wir drehen das dann hier mal um. Lassen das rausfahren.
So, jetzt nur die Frage, wie vereinzeln wir das? Da bin ich mir jetzt nämlich gar nicht mal so sicher, wie wir das hinkriegen. Also, wir bauen die hier zusammen. Zack. So. Nein! Wie vereinzeln wir das jetzt? Es muss ja quasi an einem Punkt X hier hinten so ankommen, dass wir da rechtzeitig Schieber ansetzen können. Das heißt, es ist im Prinzip egal. Wir können den hier erstmal anliefern. Moment, muss der jetzt... Der kann, glaube ich, so da reinfahren, oder? Nicht, dass wir das auch noch beachten müssen, das weiß ich gerade. Wir testen mal eben. Und wir gucken dann, wo die Vereinzelung erfolgen muss, damit wir einen rüberstoßen können. So zum Beispiel. Aber die Frage ist, das wird so nicht funktionieren, ne? Nee, das funktioniert so nicht. Wir müssen hier wahrscheinlich noch den drehen. Und wahrscheinlich den davor auch noch. Ja. Und wenn wir den jetzt drehen, dann haben wir ein anderes Problem. Da funktioniert die Schweißstation nicht mehr. Das heißt, wir müssen diese ganze Linie hier noch einmal eins weiter rübersetzen. So, und zwar... Einmal noch hier rüber. Gucken, ob das funktioniert. Genau. So, jetzt gucken wir mal eben die Position an. Na, das hat ja toll geklappt. Also da unten könnte ein Sensor hin, wenn dann da hinten das da dran wäre. Dann machen wir das mal weiter hier. So. Dann hier reinschieben. Und dann muss hier unten ein Sensor hin. Würde ich mal so sagen. Den drehen wir und dann würde ich mal so gucken, an welcher Stelle, na komm, an welcher Stelle wir das rausschieben müssen. Das geht ja so nicht. Ah! So, eins zurück. Der Sensor muss eins zurück. Nochmal. Aber irgendwie ist das richtig geil, oder? Das ist ein richtig geiles Spiel. Der muss noch eins zurück. Die Position wäre dann da bei dem weißen Streifen, okay. So. Nochmal. Gut. Dann brauchen wir den Pusher. Der Pusher muss auch irgendwie hier oben hin. Und dann muss der irgendwie hier hin. Dann drehen wir den mal um. Und dann können wir das hier verkabeln.
Und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Jawohl. Genau. So, jetzt brauchen wir dann hier den. Wobei das vielleicht schwierig wird. So vielleicht. Dann brauchen wir... Jetzt kaputt gemacht. So. Nein, andersrum. So kann man hier denn nicht einfach von so einer Kante hier rüberziehen. Kann man doch. So. So. Und jetzt müssen wir gucken, wie weit muss der dann darüber, damit das passt. Sieht gut aus. Okay. So, jetzt nochmal probieren. Übrigens, ich weiß nicht, ob der Chat noch funktioniert, weil ich kriege keine neuen Updates gerade. Ihr seht das gerade. Und fertig ist die Laube. Und das in unter einer Stunde. Wir haben es geschafft. So, Frage an euch. Noch ein weiteres Rätsel. Ja, nein. Schreibt es in den Chat und ich trinke mal gerade einen Schluck. Ja, wir liegen auch ganz gut in der Zeit. 19 Minuten habe ich gebraucht, okay. Statt eine Stunde. Okay, noch eins. So, was haben wir denn hier? Guided Javelin Type. Okay, los geht's. Hui, so, was haben wir denn hier? Ach, lieber Gott, was ist das denn? Eine Rakete mit Antrieb, drei Segmenten zum Übereinanderbauen und eine Raketenspitze. Warum fragst du, Maxi? So, okay. So, also hier kommen jetzt die Raketenstufen. Zwei. Dann kommt die Antriebssektion, die muss unten hin. Und dann muss das andere Ding oben drauf. Und dann muss das irgendwie noch geschweißt werden. Ach, Herr Jemini. Kann man irgendwie denn... Wir haben auch keine neuen Klötze bekommen, ne? Das heißt, dieses Aufeinanderplumpsen lassen, das muss schon irgendwie hier passieren. Wie auch immer das passiert, ich weiß es noch nicht. Finden wir es raus. So, das hier ist das unterste Teil. Genau. Aber als erstes muss der Antrieb dran. So, wann kommt was an? Das ist erstmal die erste Frage. Genau. So, das muss länger unterwegs sein als das andere Teil. Also bauen wir jetzt mal hier. Dann bauen wir mal hier. Bauen wir mal hier das so. So. Noch passt es. Bis auf ein kleines Problem. Das muss runter, das muss hoch.